Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Krone News Update am Donnerstag, den 9. Juli. In der heimischen Nachtgastronomie liegen die Nerven blank. Nachtclubs und Bars kämpfen ums Überleben. Jetzt scheinen auch die angekündigten Lockerungen ab 1. August wieder in weite Ferne zu rücken. Die steigenden Infektionszahlen dürften eine Verlängerung der Sperrstunde nur schwer möglich machen. Am 15. Juli will Gesundheitsminister Rudolf Anschober über das weitere Vorgehen bei der Wiedereröffnung der Nachtgastronomie entscheiden. Der Sprecher der Nachtgastronomen, Stefan Ratzenberger, hat einen Sicherheitsplan für die mögliche Öffnung. Eine Anhebung der Öffnungszeiten ab 1. August auf 4 Uhr mit maximal 60% Auslastung oder einer Deckelung von 200 Personen. Sollte dies gut laufen, will man nach weiteren 2 Wochen auf maximal 750 Personen erhöhen. E-Mail-Adressen der Feiernden sollen abgefragt werden, damit es im Fall einer Infektion eine Kontaktmöglichkeit gibt. Natürlich nur auf freiwilliger Basis. Am Wiener Donaukanal gibt es jedes Wochenende große Versammlungen von Nachtschwärmern und illegalen Alkoholhandel. Warum die Polizei hier nicht härter durchgreift, ist für Ratzenberger unverständlich. Verkehrsstadträtin Birgit Hebein greift nach den Sternen und womöglich nach dem Wiener Linienressort. Am Mittwoch überraschte die Grünen-Chefin mit einer Forderung, ein Jahr Gratis-Öffis für alle Wienerinnen und Wiener. Die Umsetzungswahrscheinlichkeit ist aber gering. Wahlkampfverdächtig ist diese Forderung auf jeden Fall. Hebein geht es laut Wahlprogramm um die Rettung des Klimas und des Planeten. Deshalb möchte sie 365 Tage Gratis-Öffis für alle Wienerinnen und Wiener. Nun klingt das auf den ersten Blick natürlich verlockend. Für die Wiener Linien-Stadträtin Uli Siemer klingt das wie eine populistische Forderung. Eine Aufstockung der Flotte würde Milliardeninvestitionen notwendig machen und Jahre dauern. Ein Probebetrieb für 365 Tage ist damit unvorstellbar. Verkehrsministerin Leonora Gewessler hält sich bei diesem innenpolitischen Wahlkampfthema jedenfalls raus. Schauen wir nun ins Ausland. Unter dem Decknamen einer seriösen Agentur hat ein Verdächtiger seit mindestens 3 Jahren Buben und Mädchen geködert. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen Österreicher, der in der Westukraine lebt. Der Mann soll in einem professionell ausgestatteten Fotostudio seit Jahren kinderpornografische Bilder sowie Videos angefertigt haben. Danach soll er sie auf Internetseiten verkauft haben. Als Komplizin soll ihm seine ukrainische 25-jährige Frau zur Seite gestanden haben. Nun haben die vielen Beweise für eine Festnahme gereicht. Den Beamten wurde einiges abverlangt. Neben dem Berg an Beweismaterial, darunter Handys, Computer und Festplatten, hat der mit Verkleidungen aller Art gefüllte Schrankraum für Erschütterung gesorgt. Der Verdächtige und seine Frau befinden sich nun in Untersuchungshaft. In der Ukraine drohen dem Mann bei einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft. Ein im Internet verbreitetes Video sorgt derzeit für heftige Debatten in der Slowakei. Die Aufnahme zeigt die Festnahme eines 43-Jährigen, der mit einem Messer bewaffnet ist. Der Mann ließ trotz Aufforderung sein Messer nicht fallen. Daraufhin haben die Polizisten mehrere Schüsse mit Gummiprojektilen abgegeben. Ein Polizist hat dabei mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf des am Boden fixierten Mannes getreten. Zunächst sprach die Polizei von einem entschlossenen Einsatz gegen einen Bewaffneten. Doch nach der heftigen Kritik in sozialen Medien und auf Nachrichtenportalen hat die stellvertretende Polizeipräsidentin eine Überprüfung angekündigt. Nach Polizeiangaben wurde der 43-Jährige bei dem Einsatz leicht verletzt. Und das Wetter in Österreich bleibt heute sommerlich. Es wird überwiegend warm mit Höchsttemperaturen bis zu 28 Grad. Im Osten und im Süden werden sogar 30 Grad mit strahlendem Sonnenschein erwartet. In Vorarlberg, Tirol und Wien zeigt sich nur wenig die Sonne, aber auch hier wird es warm bei 28 Grad. Die meisten Wolken gibt es dabei vom Mühl- und Waldviertel bis in den äußeren Nordosten. Vereinzelt fallen hier sogar ein paar Regentropfen. Das waren die neuesten Meldungen an diesem Donnerstag. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.